Hallo Freunde des Stroms, alles Gute zum Geburtstag. Freunde des Stroms ist heute 3 Jahre alt geworden und möchte das mit euch ein bisschen feiern und beziehungsweise möchte ich auch ein paar Hintergrundinfos geben. Drei Jahre ist schon eine wahnsinnige Zeit, sagt man mal ganz ehrlich. Also es ist echt faszinierend. So, also, am 10. April 2021 habe ich mein erstes Video online gestellt. Da ging es um Baustrom. Und ich habe gesagt, jetzt schauen wir uns mal schnell an, weil ich habe das gestern angeschaut und ich habe so lachen müssen. Jetzt passt auf, ich blende euch jetzt mal schnell einen kurzen Ausschnitt aus diesem Video ein. Hallo Freunde des Stroms. Schön, dass ihr da seid, dass ihr zuschaut. Heute geht es um das interessante Thema Baustrom. Was ist ein Baustrom überhaupt? Das ist die Stromversorgung für eure Baustelle, beziehungsweise wenn man Wartungsarbeiten, Kundendienstarbeiten oder wenn man am Haus irgendwas umbaut, braucht man natürlich eine Stromversorgung. Es ist schon faszinierend, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, was von vor 3 Jahren Bild, Ton, Sprache, alles, weil natürlich habe ich da noch im Niederbayerischen, im Dialekt geredet und das ist natürlich für viele Zuschauer von euch, die wohl mehr aus dem Norden kommen, sehr schwierig hier diesem Kanal zu folgen. Deshalb habe ich mich sprachlich, glaube ich, auch ein bisschen verbessert und rede halt jetzt einfach mehr Hochdeutsch. Ist kein Problem, läuft bei mir mittlerweile automatisch ab. So, ich habe euch ja versprochen, es gibt ein paar Infos. Also ich habe mir jetzt einmal die letzten 4 Monate rausgesucht, weil da ist ja der Kanal so richtig schön nach oben weggegangen. Ich habe jetzt aktuell, Stand heute, 72.200 Abonnenten, habe ungefähr 250 Videos online und das ist auch schon mal toll. Also da muss ich ehrlich sagen, vielen, vielen Dank an alle, die mich abonniert haben und die mir hier am Ball bleiben und sich immer wieder meine Videos anschauen. Zur Übersicht, also im Dezember 2023 habe ich, katalogisiere es jetzt in einzelne Zuschauer und in wiederkehrende Zuschauer, weil so wird es mir von YouTube auch angezeigt. Also im Dezember habe ich gehabt 203.182 einzelne Zuschauer und davon, also wiederkehrende, das heißt, die, wo sich dann 1, 2 Videos anschauen, also die, wo sich mehrere Videos von mir am Kanal angeschaut haben, waren wir bei 86.330. Habe eine Klickrate heißt das, also Aufrufzahlen gehabt von 398.672. Und das ist schon mal richtig, richtig toll. Habe mich echt riesig gefreut und vielen, vielen Dank nochmal. So, im Januar waren wir dann bei 256.071 einzelne Zuschauer, haben 109.093 Wiederkehrende gehabt und eine Klickrate von 506.021. Das war wirklich super. Im Februar haben wir dann 195.644 einzelne Zuschauer gehabt mit 91.401 wiederkehrende Zuschauer und 401.857 Klicks im Monat. Und im März, also letzten Monat diesen Jahres, haben wir 189.213 einzelne Zuschauer gehabt mit 96.743 wiederkehrende Zuschauer und auch wieder 412.413 Aufrufe im Monat. Und es ist ungefähr so jetzt die Zahl, wo ich mich bewege, so ungefähr 400.000 bis 500.000 Aufrufe im Monat konnte ich jetzt herstellen. Was heißt herstellen? Also haben wir jetzt im Schnitt ungefähr und das ist echt toll. Da macht es Arbeiten auch richtig Spaß und das bestätigt mich auch in meiner Art, in meinem Kanal, dass euch das so passt, dass euch das so gefällt, die ruhige Art, wo ich habe, die lustige Art. Und ich kriege auch immer wieder positives Feedback von euch, auch von meinen Stammzuschauern. Und da möchte ich mich jetzt auch einmal ganz, ganz herzlich bedanken, zum Beispiel von Marco aus der Schweiz, der ja unter jedem Video immer Hallo Markus und Guten Morgen Markus oder der Andreas, der Andi, die Backfischgurke. Oder noch viele, viele andere, die wo wir hier immer wieder mit positiven Kommentaren mich auch quasi motivieren. Weil es ist halt so, die Welt, YouTube besteht ja nicht nur aus positiven Nachrichten oder positiven Kommentaren, sondern man bekommt natürlich auch einiges ab. Und ich habe halt für mich einfach die Entscheidung getroffen, dass ich mich nicht an den negativen Kommentaren orientiere, sondern ich freue mich immer
auf meine Stammzuschauer und die Leute, die halt einfach die Videos anschauen und denen, wo das Spaß macht und die halt einfach auch hier das genießen, hier mit Freunde des Stroms die Zeit einfach zu verbringen. Ich habe natürlich auch am 10.12.2023 einen Zweitkanal gegründet. Wissen sehr viele wahrscheinlich noch gar nicht. Da braucht es einfach nur bei mir, bei Freunde des Stroms, auf die Kanalseite gehen, dann nach unten scrollen und unten habe ich ja zu empfehlende Kanäle. Und dort ist dieser FDS Talk Kanal, der hat um die 950 Abonnenten mittlerweile. Und dort möchte ich, also auf diesem Kanal möchte ich dann ein sogenanntes Format aufziehen, das heißt so ein Talk-Format, wo ich halt zum Beispiel, wo man halt dann einfach mal schaut, wie ich mir zum Beispiel diesen Batteriekasten hier oder wenn ich hier irgendwas baue, irgendwelche Sachen mache, wo halt einfach von der Länge, von der Videolänge her zu lang wären, Mustertafeln bauen oder Prototypen bauen oder irgendwas halt einfach bauen, beziehungsweise mich auch mal einfach hersetzen, um mit euch über irgendwelche Themen zu quatschen. Ich separiere das jetzt einfach. Das ist nämlich auch etwas, was ich aus der Erfahrung der letzten Jahre gelernt habe, dass wenn ich so lange Videos mache, das war ja am Anfang mein Fehler, war ein Fehler, ich wollte halt einfach Wissen reinpacken und durch das sind die Videos sehr langatmig geworden. Deshalb splitte ich das jetzt quasi auf. Das heißt, Hauptkanal, FDS, so 15, 20 Minuten Videos. Das glaube ich, das ist zum Ertragen in dem Sinne, wo man einfach, irgendwann ist natürlich der Kopf auch immer, hört er den gar nicht auf. Und auf dem Zweitkanal kommt halt die Talkrunde sozusagen, wo wir halt dann einfach auch einmal vielleicht ins Detail gehen. Und ich habe da einige Sachen vor, möchte aber noch nichts verraten, möchte die Spannung hier ein bisschen aufrechterhalten. Also der Zweitkanal ist am Anlaufen. Jetzt möchte ich noch schnell was zeigen, das habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen zum Dreijährigen von Freunde des Stroms und das hat mich tierisch gefreut. Die hat mir so ein Schild machen lassen. Und echt cool, vor allem, also Freunde des Stroms, Wächter des Stroms, Herr des der Lichter, Bringer der Macht und Zauberer der Drähte. Und das bekommt er natürlich auch im FDS Village im Studio einen Ehrenplatz und da habe ich mich richtig gefreut. So, natürlich ist nicht alles positiv und es gibt auch manche negative Sachen und ich habe auch leider Gottes auch ein paar Hater auf meinem Kanal mittlerweile wieder mal. Ploppt das Ganze wieder auf und jetzt muss ich mich schicken, weil Dotti, glaube ich, spickt da gerade auf meinen Kuchen und ihr wisst, ich bin eigentlich ein recht ruhiger Mensch und ich habe mir jetzt auch eine etwas größere Kaffeetasse gegönnt, dass man mal den Größenvergleich sieht. Das ist die normale Kaffeepause und das ist halt die große Kaffeepause und Leute, seid mir echt nicht böse. Es gibt einen geilen Spruch und der heißt, was kümmert es die deutsche Eiche, wenn sich ein Wildschwein daran reibt und der ist auch richtig so. Und Leute, passt auf, jetzt haben wir 3 Jahre auf dem Buckel und ich sage jetzt mal, das war jetzt FDS, also Freunde des Stroms 1.0 und freut sich auf die nächsten 3 Jahre, dann machen wir Freunde des Stroms 2.0 und ich werde wahrscheinlich immer wieder Zündstoff geben für Leute, die wo einfach meinen, sie müssen mit Hasskommentare oder mit dummen Kommentaren hier kommen und müssen mir hier irgendwie die Laune verderben. Leute, ihr schafft es nicht. Ganz ehrlich. Und das ist auch etwas, was ich aus dieser Situation, wo mir passiert ist, rausziehe. Jetzt muss ich mir schnell einen Schluck Kaffee trinken. Weil sonst wird er noch kalt. Und das ist auch etwas, was ich aus dieser Situation rausgezogen habe. Wenn man das erlebt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich lese mir schon durch, aber meistens muss ich gerade schmunzeln drüber. Und ihr habt anscheinend dieses System, YouTube-Kanalbetreiber, nicht ganz verstanden. Dazu möchte ich mich jetzt aber dann nochmal die nächste Zeit in meinem FDS Talk-Kanal mal äußern. Deswegen habe ich ja gesagt, ich mache das auf diesem Talk-Kanal. Und da werde ich dann auch einmal ein paar Themen jetzt ansprechen, wie das Ganze mal so abläuft. Und weil manche haben ja die Vorstellung, ich so, oh, bitte, bitte schickt es mal irgendwo. Bitte. Nein, das läuft so nicht ab. Also es ist ein Geschäft, sagen wir es jetzt mal ganz ehrlich, es ist ein Betrieb und ich habe ja 2 Betriebe. Ich habe ja einmal den Handwerksbetrieb und ich habe Freunde des Stroms als YouTube
Kanal ist ja auch mittlerweile, also ist ein Gewerbe, ist eine komplett eigene Firma. Habe dazu auch einen eigenen Gewerbeschein und habe hier quasi mein sogenanntes, die Firma heißt Freunde des Stroms Marketing. Affiliate Marketing kennt ja jeder, so wird ja das hier abgedeckelt auf YouTube, weil wir ja über YouTube quasi über die Werbeeinblendungen sogenannte Werbeeinnahmen generieren. Und ich habe natürlich auch gewisses Sponsoring, das heißt, ich habe Partnerschaften mit gewissen Firmen am Laufen, die mir hier den Kanal unterstützen, die mir hier quasi mit Sachen zur Verfügung stellen oder halt auch, wo ich Rechnungen schreiben kann, wo ich halt sogenannte Werbevideos mache. Und das ist immer das Lustige, die ringen sich, also es gibt sehr viele, haben sie ja bei mir eigentlich gar nicht, also der Schnitt ist es so, wenn man es in Prozent rechnet, sage ich jetzt mal 98,5% habe ich ein positives Feedback und die restlichen 1,5% ist halt dann nochmal negatives Feedback und der Schnitt ist super und mit dem kann ich auch super leben. Ich habe auch prinzipiell bei jedem Video, wenn ich es einstelle, immer wieder ein paar Dislikes drauf, ist auch okay, kann ich gut leben damit. Mein Durchschnitt von den Videos liegt bei 99,5% positive Likes. Und das ist auch super. Und ich muss einmal sagen, ich hänge mich nicht an den Leuten auf, die meinen, sie könnten mich jetzt hier in irgendeiner Form diskreditieren, sondern ich freue mich immer auf die Kommentare und auf die Leute, auf die Gemeinschaft, die ich um mich rundum habe, auch mit anderen YouTube-Kanälen. Und da möchte ich auch ganz, ganz herzlich einmal an Martin Funkenschuster begrüßen. Martin, grüß dich, schön, dass du da bist. Oder an Kollegen Dominik von Zero Brain. Dominik. Schöne Grüße gehen raus. Auch andere Kanäle, wie zum Beispiel Marc Testet, habe ich schon kennengelernt. Marc, schöne Grüße. Oder an zum Beispiel Outdoor Chiemgau, an Stefan. Auch herzliche Grüße von meiner Seite. Und Mr. Togi ist natürlich auch mit dabei, unser Powerstation-Experte. Hier auch schöne Grüße. Und ich finde es einfach schön, dass ich jetzt mittlerweile in einer Gemeinschaft von YouTubern bin. Ich bin hier angekommen. Ich bin auch sehr recht herzlich aufgenommen worden. Und das ist eigentlich auch das, also man braucht es natürlich auch einmal einen Austausch mit Gleichgesinnten, weil man muss halt einfach auch einmal über Sachen reden oder man kann Erfahrungen austauschen, wie jetzt zum Beispiel Beleuchtung und Ton und solche Sachen oder wie Grafiken. Mir hat zum Beispiel der Mr. Togi vor 1,5 Jahren einmal ein paar gute Tipps gegeben, hat er gesagt, Markus, deine Thumbnails sind so dermaßen überladen und er kann das nicht lesen und da habe ich dann da wieder was dazu gelernt. Oder ich sag mal, es ist doch das Schöne, wenn man voneinander lernen kann und dann im Endeffekt hier das Positive rausziehen kann. Das nennt man sogenannte, also ich bin ja kritikfähig in dem Sinne, da man sagen kann, okay, hey, stimmt, die Idee ist gar nicht schlecht, hey, das probiere ich jetzt einmal aus und wenn es nichts ist, mein Gott, dann ist es halt nichts und wenn ja, wenn ich mal was rausziehen kann. Und so kann man einfach nur an dem Ganzen wachsen. Und das finde ich das Schöne an diesem Business, dass man halt einfach auch hier mit euch, mit den Zuschauern, mit Kollegen einfach hier seinen Kanal verbessern kann. Und wenn man sich das erste Video von mir anschaut oder die letzten so mal ein paar Videos zwischendrin anschaut, ich finde schon, dass sich der Kanal verbessert hat, dass es einfach auch vom Content besser geworden ist. Und ich finde, man muss halt hier irgendwo, muss man halt seine Richtung finden und muss halt auch schauen, dass man halt das Richtige macht. In dem Sinne, dass man sieht es ja am Feedback, man sieht es ja im Endeffekt an den Aufrufzahlen. Und ich sage mal so, die Abonnentenzahlen werte ich jetzt nicht so großartig, ganz ehrlich, weil ich weiß selber, wie es mittlerweile läuft. Viele schauen sich ein Video an, schauen sich vielleicht noch ein Video an und manche vergessen halt einfach diesen Abo-Button drücken. Und wir müssen auch dazu sagen, YouTube verändert ja fast alle halbes Jahr, also alle 6 Monate verändert ja wieder irgendwas. Und auf einmal ist dieser Abo-Button nicht mehr rot, sondern grau oder sonstige Sachen. Und deshalb habe ich mich halt einfach dazu entschieden, ich habe feste Videotage, das heißt Sonntag 9 Uhr ist mein Haupttag und der Mittwoch 18, also zwischen 17 und 18 Uhr ist der Videonebentag, das heißt da, wenn einmal kein Video kommt, kommt halt einmal keins, aber normalerweise schaffe ich es schon immer, 2 Videos die Woche zu produzieren. Gut, diese Woche hat es jetzt nicht hingehauen am Sonntag, weil ich eben hinten mit FDS Village sehr viel zu tun noch habe. Und ich das Ganze ja alleine mache. Das ist auch so ein Punkt. Das heißt, ich bin seit letztes Jahr Oktober alleine auf meiner Baustelle. Der Robert schaut, dass der Handwerksbetrieb läuft. Der arbeitet im Handwerksbetrieb und betreut dort die Kunden. Läuft eigentlich recht automatisch. Das heißt, ich habe Gott sei Dank, er entlastet mich brutal.
Also er entlastet mich wirklich, bin ich auch sehr froh drüber. Also er hält mir sozusagen die Latzhose frei und ich kann mich hier auf FDS Village und auf den YouTube-Kanal konzentrieren. Und so haben wir zwei haben das super gelöst und es läuft wunderbar. Und da bin ich echt wirklich glücklich drüber, dass ich einen Robert habe und ich gebe ihn auch nicht mehr her, mein Bruder. Und so läuft die ganze Geschichte. In diesem Sinne, meine Freunde des Stroms, wünsche ich jetzt auf alle Fälle noch einen super geilen Tag und macht es gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Markus von Freunde des Stroms. Servus, pfiat euch.